Yeah. Pressure point. Ein Unterwasserlevel, ich bin begeistert. Mir geht's gut. Vor allem, weil wir keine Power-Ups mehr haben und wahrscheinlich uns auf dieses komische Rosen-Emblem da verlassen müssen, das nicht funktioniert. The pressure here is strange. The currents can push you down or up. And you will die if you are too above or below the... Das heißt, ich werde auch oben weggefletscht. Das ist ja gemein. Wie hat er das denn gemacht? Tipp: If you are being pushed upwards, you can press down to be pushed more slowly. Use this as an advantage. Wait a minute. You don't say. You don't say. Nee. Ach, ich bin drunter. Könnte ich eigentlich immer so machen. Ja, wenn sich mir die Gelegenheit bietet, mache ich das so. Und diese Fischschwärme hier. Boah. Oh. Ja, Unterwasserlevels sind scheiße. Sind sie immer. Ich wüsste jetzt aus dem Kopf nicht so ein Unterwasserlevel, wo ich sage, yeah! Nee. Und selbst mit längerem Nachdenken würde ich auch keins wissen. Okay, Beispiele. Super Mario 64? Ja? Kacke. Das erste war doof, beziehungsweise das erste war aushaltbar. Das zweite war scheiße. Das zweite, wo man dann den Wasserstand ändern muss, ich bitte euch. Ging überhaupt nicht. Conker 64, ich meine, hallo. Das Level hat Hitler selber gebaut. Das war so schlimm. Diese Sonic Adventure 2 Battle, ja, das... Gab's so Unterwasserlevel? Normalerweise können doch diese Viecher gar nicht schwimmen. Ich meine, es gab eine Aquamine, wo du mit Knuckles was suchen musst. Das musst du ja immer die Chaos Emeralds suchen. Das fand ich sehr super. Also, ist auch ein gutes Spiel. Ich überlege ernsthaft, das auch irgendwann mal zu Let's Playen, aber... Wann? Ich habe ja nur so viel vor. Muss ja erstmal so viel fertig kriegen. Dadurch bin ich auch ein bisschen geknebelt, muss ich sagen, ne? Aber ich gebe pro Tag dann eben den einen Upload raus und dann soll es das auch sein. Naja. Außer bei Pokémon, ne? Ist das ein bisschen in Schleifen geraten. Ja, muss ich ändern. Ich habe schon wieder... Gib mir mehr Pokémon, kommt. Ja, Pokémon ist bei mir auch ein beliebtes. Bin ich auch froh drum, aber... Aber... Aber Pokémon. Und auf Black and White habe ich langsam keine Lust mehr, weil das letzte Level so unfair ist. Habe ich ja schon mal was zugesagt. Ich glaube, es geht los hier. Haut ab! Und so 100.000 Projekte gleichzeitig laufen haben, wollte ich eigentlich auch nicht. Habe ich aber im Prinzip. Schade, schade. Schöner Mist ist das. Wie soll das funktionieren? Ach so, da brauche ich die Flämmchen für. Ich brauche da eine Blume. Jetzt lauf. Oder schwimmen oder was auch immer du kannst, Mario. Mach es nur schnell. Yoshi's Island gab es, glaube ich, keine Unterwasserlevels, ne? So ein Yoshi kann ja nicht schwimmen. Zumindest nicht so gut. Da konnte das nicht. Doch, es gab. Da war man ja so ein U-Boot. Ja, das fand ich auch doof. Was gab's noch für Unterwasserlevels? Donkey Kong 64, dieses riesen Scheißteil da. Boah, schlimm ohne Ende. Und ich bin immer noch am Überlegen, gab's noch welche, die mir so im Gehirn geblieben sind? Bestimmt. Bestimmt. Ja, World of Warcraft. Dieses komplette Gebiet da unter Wasser. Das fand ich aber nicht so schlimm. Das war aushaltbar. Mit Secret Exit? Ach so, nicht schwimmen. Ah, ach so.
Ja, ich verstehe schon. Das ist ja Instant Kill hier. Damage ohne Ende. Und ich bin hier auf dem Eisberg. Beziehungsweise, wenn ich mich... Wenn ich mir keine Mühe gebe, dann nicht mehr. Ja, wo wir gerade beim Thema Hektik sind. Das ist nicht so schön hier. Das ist hektisch. Sowas ist Hektik. Und ich versuche gerade nochmal zu überlegen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, hier unter Wasserlevel, welche ihr fandet. Gibt es eins, das ihr gut fandet? Und wenn nein, welche fandet ihr besonders schlimm? Mir fällt nämlich gerade auch wieder nichts ein. Wahrscheinlich, obwohl Banjo-Kazooie, Clankers Cavern, das fand ich gut. Das hat ein cooles Ambiente. Das war wirklich super. Außer das, was man da unter Wasser machen musste. Das. Aber das Vieh in der Mitte, das war super. Leute, das ist aber auch, das müsst ihr mir gerade ein bisschen nachsehen. Das ist so ein bisschen die Höchststrafe hier, auf so einem rutschigen Eisberg hin und her zu wackeln. Während man die ganze Zeit versucht, nicht zu sterben. Ich frag mich, was... Ich versuch's jetzt einfach mal. Oh, Mann. Genau hier muss dann der Koopa hin. Genau. Genau da muss er hin, damit er schön Ärger macht. Die von Donkey Kong, die gehen. Die halten sich in Grenzen. Aber... Ich muss jetzt... Was? Ich muss Feuer haben für den... Oh, das ist ja nicht euer Ernst jetzt, oder? Ach. Jetzt gibt es sogar noch mehrere von den Teilen. Aber das hier sieht nicht so böse aus wie das erstere. Jawohl, Ski. So. Okay. Oh, Mann. Hilfe! Wahrscheinlich ist dieser zweite Teil dafür gedacht, wenn man den blauen Switch Palace aktiviert hat. Und den kann man bestimmt aktivieren, indem man hier das Secret Exit freilegt. Bestimmt. Würde ich jetzt zwar nicht meine Hand drauf verwenden, aber... halte ich für sinnvoll. Ich will nochmal schneller hier. Du musst doch da hin, Mario, Mensch. So, ist hier Ende? Nein, hier geht's noch weiter. Ich habe das Gefühl, dass er aber so ein bisschen Copypasta hier gemacht hat. Der Heckersteller-Freund der Sonne. Ist vielleicht nur mein Bauchgefühl, aber ich glaube, ich habe recht. So, dann holen wir uns mal zwei Tomatensträuche, die brennen können. Und dann räumen wir mal auf. Hätte jetzt eigentlich erwartet, dass es noch ein Level dazwischen gibt. Hatte. Wo war das denn? Fortress. Ice must be melted. Ja, das ist doch... Das klingt doch nach dem, was ich suche. So. Nochmal. Ja, dann machen wir das doch nochmal. So. Raus. Jetzt haben wir zwei davon. Habt ihr, wo wir gerade mal beim Thema nochmal sind, ne? Habt ihr mal gesehen, wie mittlerweile das Baby, was früher bei Teletubbies immer in der Sonne war, ne? War ja so ein kleines Mädchen. Ihr müsst euch mal angucken, wie die jetzt aussieht. Macht das einfach mal. Ich finde das komisch. So ein Gefühl, wenn man irgendjemanden... Das war für mich so jemand, der bleibt sein ganzes Leben lang ein Kleinkind. Ein Säugling. Ist natürlich biologisch unmöglich, aber... Ich habe gedacht, dass das wäre so bei diesen Menschen, aber... Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Keine Ahnung, aber sie sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen erwachsener aus als damals. Das kann man sagen. So, und der Koopa, der rennt gerade durchs Gestein hier. Und ich gehe kaputt. Oh, Peter Lustig, jetzt lauf doch mal. Oh Mann, jetzt geht auch noch wieder mal die Niederbleich. Bitte nicht den Bildschirm ausmachen, wenn ich hier sowas mache. Das geht doch nicht.
Das kann ich doch nicht verantworten. Das, da gibt's ja wieder Ärger. Dann falle ich irgendwo runter und sterbe und... Das war schön. Endlich mal was klappt. Zwar nicht ganz angstfrei, aber... möglich. Bäm, 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 bäm. So, und mal gucken. Wahrscheinlich ist das hier... Ja, hab ich doch gesagt. Ach, meine Hand hätte ich mal behalten. Das ist schön. Nee. Nee, das ist nicht euer Ernst hier, oder? Ach so. Ja, dann... Was passiert, wenn ich hier reingehe? Ach so. Ich dachte schon. Habt ihr gerade gesehen, was der für eine Fresse gezogen hat? Ja, wenn ich aus meinem Haus geschmissen werde, würde ich wahrscheinlich auch so gucken. Ja, das ist noch nicht mal verwerflich. Oh, meine Fresse. Ah! Kann man das irgendwie... win. Das ist doch doof. Warum springst du da raus? Vollidiot. Okay. Ich denke immer zu kompliziert. Aber wofür habe ich jetzt das Teil gebraucht? Schneller! So. Ach, ist mir jetzt egal. So, Rainer... Ich möchte nicht mehr diskutieren. Wir machen das einfach. Das ist der drehende Kegel des Supercapes. So, geht das auch mal weiter hier? Ich möchte ins Castle. Und möchte da mal ein bisschen Stunk machen. Dann bringen wir mal die Party zu denen. Moin! Fortress in minus 27 Grad. Ist schön, wenn ich in Safe State und Load State vertausche, ne? This castle is very, very cold. If Mario doesn't move, he will shake and then freeze and die. Keep in movement, will let him warm. Okay, versuchen wir es mal. Okay. Das heißt... Ja, das kriegen wir da hin. Das haben wir doch bisher immer hingekriegt. Aber dann ist das auch so ausgelegt, dass du die ganze Zeit irgendwo stehen bleiben und warten kannst, wenn du möchtest. Wahrscheinlich? Ja. Wieso? Seit wann habe ich denn da ein Safe State gemacht? Ganz bestimmt nicht. Okay, dann machen wir das eben so. Wahrscheinlich brauche ich die Blume wohl eher als ein Cape. Obwohl so ein Cape ja auch schön warm hält, ne? Aber bestimmt nicht so warm wie so eine Feuerblume. Wenn er schon Feuer spucken kann, dann wird er da wohl auch nicht erfrieren. Wo bleibt denn da die Logik? Okay. Warum? Komm doch mal her jetzt, komm. Oh. So und... Oh Mann! Yes! Ach komm schon, verarsch mich doch nicht mit solchen Levels hier. Als wenn er sich von so einem Kräuterhaufen hier, Knochenhaufen, schlagen lassen würde. Das ist ein Superheld. Aber viel interessanter als dieses Level-Design finde ich eigentlich die Geschichte. Wenn man immer bedenkt, dass Mario meint, ja, ihr habt meine Pilze geklaut, aber die Koopas, die wissen alle nichts davon und die denken, was macht der Idiot jetzt schon wieder? Seine Pilze, die gibt es doch in jedem Level. Versucht doch nicht, mich zu verrollen hier. Aber okay, ich habe eigentlich schon einen ganz anderen Masterplan, aber was mit den Pilzen los ist, keine Ahnung. Noch, wir werden ja sehen. So. Ah, da ist sie doch wieder. Die Feder. Wird mal Zeit, dass wir hier durchkommen. Das hat doch geklappt. Was mache ich denn? Bin wieder zu hektisch geworden. Bin wieder zu hektisch. So. Ah, nein. So geht das. Zack.
Und... Nein, nein, nein. Ja! Damit hätten wir alles hier abgegrast und können zum Endgegner gehen. Wunderbar. Was ist denn hier hinter noch? Ich will hier gucken, aber... Ja, machen wir doch einfach mal. Oh, nur Münzen. Ach, wer den Pfennig nicht ehrt, ne? Geht das eigentlich? Kann ich hier so? Nee, da muss ich auch mich bewegen. Nur der rechte Oberarm reicht nicht. That's what she said. It's very cold here. It's very cold here. Hm? Mamma mia, there's head on a pipe. Very funny, Mr. Plumber. You're inside pipes most of the time as well. No way, you're seriously trying to make this gimmick again. Really, your gimmick is the dumbest. Jetzt ist dann safe state for... Ah, you are really irritating. Probably you don't know anything about my mushroom, right? Mushroom? No, I don't. Why do you need it besides to grow? I don't know. It's very precious. Peach sent this one to me as a gift, but I've lost him. Wait, what? You're not even very cautious, are you? No, seriously, you really let your stuff inside your beach home thinking that no one would ever steal them? Yeah. I don't get you, Mr. Plumber. Shut up. I know that you guys stole my mushroom. If you won't tell me, though, there's no sense to lose this with you. Look around you, Mr. Plumber. I think it's pretty clear who's the winner here. And what would you do? A little fairy teach me a spell that removes any power from the enemy, so prepare yourself. Es ist natürlich Wahnsinn. Es ist ja... Verarsche mich hier, oder was? Ach. Das ist ja immer noch das Gleiche. Ja, wir sind hier nicht in einem beheizbaren Raum. Was, ist sie schon wieder da? Die gute Frau ist sehr unkreativ. Wahrscheinlich jetzt nochmal. Pass auf. Ach, ein weiter nach rechts hat sie es geschafft. Wundervoll. Ich verstehe gar nicht, warum die da so einen Blödsinn macht. Irgendwie ist das für mich kein ernsthafter Angriff. Sie kommt aus irgendwelchen Röhren raus und lacht und streckt mir die Zunge raus und guckt zur Seite. Ich denke mir immer, hä? Wenn du mich doch fertig machen willst, ne? Dann mach doch. Dann mach doch was anderes. Schmeiß doch Feuerbälle oder Wildschweine nach mir. Jetzt bist du erstmal in der Eispampe gelandet. Und alle sind glücklich. Yip-didi, Mr. President. Who are you? Ich hab mein Holz dabei, Kerle. Alles gut. Boom, boom, boom. Wendy is now chilling out as her fortress is being destroyed by a raging plumber. This same plumber needs now to cross the haunted mountains. At least Mario is getting eggs. Ich weiß auch nicht, was er damit will. Gott, das weiß er selber noch nicht mehr. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Oh, da ist ja noch. Da liegt ja noch eine ganze Menge vor uns. Und in der Wüste geht's auch noch. Und. Boah. Boah. Das ist ja heftig. Aha. Also, Leute, ich sage mal danke fürs Zuschauen. Ich habe jetzt wieder viel zu viel aufgenommen. Ich bin jetzt unkonzentriert ohne Ende und muss mich jetzt erstmal in die Eier begeben. Ich sage gute Nacht und tschüss, euren Mitbaron.